Hallo ihr Lieben, auch heute habe ich noch mal eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um den ersten Teil der Ringchroniken gehen, Begabt, von Erin Linares. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes einmal vorweg, wie immer, ich habe dieses Buch ja auch netterweise wieder vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich dieses Buch bekommen habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten wie immer mit dem Inhalt und ich erkläre euch, worum es in den Ringchroniken eigentlich geht. Die Ringchroniken verdanken ihren Namen im Prinzip den Vegetationen der Erde. Denn dieses Buch ist eine dystopische Geschichte und spielt in der Zukunft im Jahre 2210. Und es ist so, dass die Wasserressourcen der Erde ziemlich aufgebraucht sind. Und ja, das ist so, ist, dass es in Nordamerika quasi eigentlich nicht mehr möglich ist zu leben. Es gibt quasi einen großen Ring, der wird der Rauring genannt. Das ist die Rauringwüste und ganz Amerika ist eine Wüste. Einzig an den Polarkappen ist noch ein normales Leben möglich. Dort regnet es und dort gibt es noch grüne Wiesen und Bäume und so. Aber der größte Teil der Menschheit lebt quasi in dieser Rauringwüste unter der Erde. In so, sag ich mal, selbstgebauten Höhlen und Silos und so Bunkern, wo halt die Vegetation den Menschen nicht so viel anhaben kann. Und Wasser ist ein sehr knappes Gut. Und in dieser rauen Welt begegnen wir unserer Protagonistin Emily. Und Emily ist 16 Jahre alt und es ist Tradition in dieser Welt, dass man mit 16 Jahren sich bewerben kann bei dem großen Konzern Wert. Und Wert ist quasi der große Konzern, der die Wasserressourcen verwaltet und der sich halt auch so im Großen und Ganzen um alles kümmert, ne? Also um die Elektrik, dass das alles gut funktioniert und die versorgen die Menschen mit Strom und halt alles so drum und dran, was da dazu gehört. Und man kann sich mit 16 für diesen Konzern bewerben, man kann dort in die Ausbildung genommen werden, man ist dann ein Aspirant, nee, nicht ein Aspirant, war das ein Aspirant? Oh Gott. Ich habe in letzter Zeit so viele verschiedene Dinge gelesen. So, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschlagen, aber ich finde jetzt natürlich gerade in diesem Moment dieses Wort nicht, aber ich glaube, es war Aspirant. Auf jeden Fall werden sie als Schüler quasi angenommen, für den Konzern zu arbeiten, wenn sie bestimmte Prüfungen bestehen. Und Emily bewirbt sich für diesen Konzern und wird auch quasi zu dieser Ausbildung zugelassen. Und Emily wird dann zusammen mit den anderen Aspiranten quasi in den Regenring, gebracht, wo das Leben natürlich sehr viel angenehmer ist, denn man kann draußen tagsüber rumlaufen und es gibt dort noch Grün und Regen und die Stadt ist auch wunderschön und viel moderner als das, was Emily kennt. Und ja, es ist ein sehr verführerisches Leben, was dort auf sie wartet. Unserer Protagonistin Emily gelingt es dann allerdings, hinter diesen Konzern zu blicken und das hat mit einer bestimmten Gabe zu tun, die sie besitzt, denn sie kann Lügen erkennen und immer wenn jemand lügt und die Unwahrheit sagt, dann fängt sie an, sich zu kratzen. Dann es wurde immer beschrieben, wie als wenn Feuerameisen über ihre Haut krabbeln und das brennt dann und das verursacht Juckreiz und ihre Haut wird rot. Und ja, Emily erkennt dadurch immer sehr schnell, was Lügen sind. Und Emily weiß, dass der oberste Anführer von Wert, der Senator, ich habe gerade seinen Namen vergessen, auf jeden Fall immer lügt. Und Emily versucht dann natürlich herauszufinden, was hinter dem Ganzen steht. Und ja, Hilfe bekommt sie von unerwarteter Seite von ihrem Ausbilder Cohen. Und ja, die Frage stellt sich aber, ob sie Cohen denn am Ende wirklich vertrauen kann. Fragen, die sich hier auftun, sind, was tut dieser Konzern? Was tut Wert? Tut er die Bewohner in der Rauringwüste betrügen und nach Strich und Faden verarschen, sage ich mal auf gut Deutsch, und belügen? Und ja, wem kann Emily in diesem falschen Spiel im Endeffekt vertrauen? Kann sie Cohen vertrauen? Kann sie ihren Freunden vertrauen? Und ja, was alles mit Emily in dieser Geschichte passiert, das ist es im Endeffekt, was es herauszufinden gilt. Und ja, wie gesagt, es ist der Auftakt einer Trilogie. Somit hat dieses Buch auch ein offenes Ende. Tada! Überraschung. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir das Buch im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Es ist keine Geschichte, wo ich jetzt extreme Luftsprünge machen würde und sagen würde, oh mein Gott, das ist so gut. Nein, das leider nicht. Aber es ist eine sehr gute, solide Jugendbuch-Dystopie. Und jeder, der gerne Dystopien liest, jeder, der gerne Jugendbücher liest und jeder, der gerne auch so ein bisschen Science-Fiction liest, denn wie gesagt, Dystopien gehören ja immer so in die Kategorie Science-Fiction mit, der sollte sich das Buch auf jeden Fall angucken. Ich kann nur sagen, dass die Handlung mir im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Nur zum Ende hin wurde die Handlung und die Wendungen, das wurde irgendwie alles immer offensichtlicher. Ich sage mal, für Menschen, die schon sehr viele Jugendbücher gelesen haben, und dieses Schema hinter diesen Jugendbüchern erkennen,
denen dürfte das auf jeden Fall auch auffallen. Wie gesagt, mir ist es auch aufgefallen. Aber jüngere Leser, die jetzt noch nicht so viel in diese Richtung vielleicht auch gelesen haben, die werden auf jeden Fall richtig viel Freude bei dem Buch haben. Denn, wie gesagt, ich fand die Geschichte im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut. Mir hat sie gut gefallen, mich hat sie gut unterhalten. Aber mir wurde das zum Ende hin immer sehr, sehr offensichtlich. Und ich hatte zum Ende hin auch noch ein riesiges Problem mit dieser Geschichte, denn ich habe hier eine riesige, riesige Logiklücke gehabt in dieser Geschichte, denn das war einfach nur irgendwie unlogisch für mich alles und ich kann mit euch nicht darüber reden, sonst würde ich euch mega fett spoilern, aber das hat etwas mit, sag ich mal, Ressourcengewinnung zu tun in dieser Geschichte und diese Ressourcengewinnung in dieser Geschichte passiert auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Wo ich mir aber denke, hallo, wir haben das Jahr 2210 und ihr tut immer noch so eure Ressourcen gewinnen, anstatt einfach das anders zu machen, was viel, viel logischer wäre in dieser Welt. Also das hat so für mich so ein bisschen das Ganze so, das ist nicht ganz logisch. Wisst ihr, was ich meine? Das war so ein bisschen unlogisch einfach. Und ja, ansonsten, was die Charaktere betraf, fand ich Emily als Protagonistin wirklich cool. Sie hat mir so ein bisschen zu sehr diesen Typen angeschmachtet. Da hat man wieder sehr dieses Jugendbuch-Klischee durchgespürt. Sie hat halt sehr, sehr viel wirklich vor sich hingeschmachtet. Und ach, er ist so toll. Ach, ich vermisse ihn so. Ach, wenn ich ihn nur sehen könnte und so. Oh, und du denkst ja die ganze Zeit so, Mädchen, er ist jetzt halt einfach mal nicht da. Ja, und dieses übertriebene, überzogene, das hat mich so ein bisschen genervt, obwohl ich da auf echt, ich stehe auf so einen Scheiß, aber das ging mir in dieser Geschichte einfach ein bisschen zu weit. Das war mir einfach ein kleines bisschen zu viel Nachgeschmachte. Und ja, ansonsten fand ich Emily als Protagonistin aber wirklich großartig. Ich fand auch die Nebencharaktere in diesem Buch toll. Ich fand Felix toll, ich fand Cohen toll, ich fand Mia, hieß sie, glaube ich. Oh, hieß sie Mia oder Mila? Ey, Leute, ich und Namen, ne? Das wird immer schlimmer. Mila, siehst du, sie ist doch Mila. Okay, also die Freundin, die sie dort noch kennenlernt, die heißt Mila und nicht Mia. Ich habe es jetzt gerade echt nochmal nachgelesen. Oh, ich und Namen, ne? Oh, furchtbar. Ja, auf jeden Fall, die Nebencharaktere in diesem Buch haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die haben ihre Rollen super gespielt. Die kamen so rüber, wie sie rüberkommen sollten. Die Fiesen wie die Fiesen und die Bösen. Und die Guten wie die Guten und bei den Charakteren, wo man sich noch nicht so ganz so sicher sein konnte, das kam auch echt super gut rüber. Also was die Charaktere betraf, kann ich mich, was das betrifft, auch nicht beschweren. Zum Setting kann ich nur sagen, dass wir uns hier in einer dystopischen Welt befinden. Wie gesagt, es ist schon noch unsere Erde, unsere Welt in einer entfernten Zukunft, wo nichts mehr ist, wie es einmal war. Es gibt so eine Art totalitäres System. Es ist jetzt nicht komplett totalitäres System wie bei Hüter der Erinnerung oder bei der Kessia und Kai-Reihe oder auch wie bei Panem oder so. Also so totalitär ist dieses System auch nicht. Es gibt halt diesen Konzern, der alles beherrscht und bei dem man sich bewerben kann. Das ist aber kein Muss. Und ja, dieser Konzern beherrscht halt alles, aber er gibt dir dein Leben halt nicht richtig vor. Also ist schwierig zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall eine dystopische Geschichte, so viel kann man sagen. Und ja, also was das Setting betrifft, kann ich sagen, mir hat das von den Beschreibungen her gut gefallen. Ich konnte mir diese Rauringwüste gut vorstellen. Ich konnte mir diese unterirdischen Behausungen gut vorstellen und auch diese Schutzanzüge, die immer getragen haben, wenn die nach draußen gehen mussten, das war für mich auch alles logisch und schlüssig und sinnig. Und auch, wo die dann im Regenring waren, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, wie das alles dort beschrieben wurde. Und ich habe so richtig ein richtig gutes Bild von mir gehabt, von diesem Regenring, wie das dort aussieht und die Vegetation und die Landschaft und die Natur. Und ach, das war einfach so toll. Also was die Beschreibungen in diesem Buch betrifft, hatte ich absolut keinerlei Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da kann ich wirklich nur sagen, top. Was den Schreibstil von Erin Linares und die Übersetzung betrifft, kann ich auch nur sagen, dass sich dieses Buch sehr, sehr einfach lesen lässt. Es ist ein sehr, sehr lockerer, leichter Schreibstil, typisch für Jugendbücher halt. Und es gibt keine komplizierten Sätze. Man stolpert nicht über irgendwelche Wörter. Es gibt hier Wörter, die man so noch nicht kennt, weil sie in unserem Sprachgebrauch nicht vorkommen. Wie gesagt, es ist eine Science-Fiction-Geschichte. Hier gibt es auch noch ein paar Details, die ziemlich cool sind, die ich euch jetzt nicht erzählen möchte, weil ich möchte ja dem Buch nicht so viel vorwegnehmen. Ich kann nur sagen, es hat einen sehr, sehr technischen Aspekt noch so ein kleines bisschen in dieser Geschichte und aber nicht so viel. Also es ist nicht so viel wie bei Cat und Cole, dass dieses Buch einfach nur noch Technik, 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 Technik ist oder so, sondern es gibt ja so einen kleinen technischen Aspekt noch in dieser Geschichte, was mit den Leuten noch ist. Wie gesagt, das möchte ich jetzt aber auch nicht weiter verraten, aber das wurde auch super erklärt, das kann man sich auch super gut vorstellen und ja. Also was die Erklärungen in diesem Buch betrifft, hatte ich keinerlei Probleme. Wie gesagt, der Satzbau ist sehr, sehr einfach. Man kommt super leicht durch diese Geschichte. Man kann dieses Buch wirklich sehr, sehr schnell lesen und
Ja, ich kann im Großen und Ganzen wirklich nur sagen, dass mir der erste Teil der Ringchroniken gut gefallen hat. Es ist ein gutes, solides Jugendbuch. Wie gesagt, es ist kein Buch, wo ich jetzt in die Luft springe und yay, schreie und schreie, ihr müsst es lesen. So ist es leider nicht. Und jeder, der gerne Dystopien liest oder Science-Fiction-Geschichten oder Jugendbücher einfach, der sollte sich den ersten Teil der Ringchroniken auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, es ist eine sehr, sehr gute, solide Geschichte. Ich bin auf den zweiten Teil auf jeden Fall gespannt. Ich bin gespannt, wie es mit Emily, Cohen und Felix und allen anderen so weitergeht und was die Geschichte noch für uns bereithält. Vor allem, wie gesagt, was diese Ressourcen Gewinnung betrifft, bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch passiert, weil wie gesagt, weil das hat mich wirklich in diesem ersten Buch so dezent gestört, dass das für mich einfach sehr unlogisch war und da bin ich echt gespannt auf den zweiten und dritten Teil und ja, mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare, ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.